Auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz am Laguna Beach in Kalifornien. Anwohner haben den Behörden gesagt, dass hier ein Seelöwe gestrandet ist. Das Tier kann sich kaum bewegen. Nach einer kurzen Überprüfung entscheiden die Tierärzte, das Tier in den kommenden Tagen erstmal weiter zu beobachten. Wenn sich sein Zustand verschlechtert, soll es aufgepäppelt werden. Bei diesem Jungtier sieht es anders aus. Es wiegt nur ein paar Kilo und muss sofort versorgt werden. Wir wollen verhindern, dass er ins Meer zurückkehrt. Er ist ja ganz klein, deswegen können wir ihn gut einfangen. Das Handtuch ist nur dazu da, dass niemand gebissen wird. Und dann kommt er in die Kiste. Seit Anfang des Jahres sind ungewöhnlich viele Seelöwen an Kaliforniens Küste gestrandet. Viele von ihnen sind Jungtiere. In dieser Auffangstation werden sie versorgt. Sie sind unterernährt, wie dieses 10-monatige Jungtier, das weniger wiegt als bei seiner Geburt. Experten machen zumindest teilweise die Meereserwärmung für das Phänomen verantwortlich. Die Muttertiere müssen weiter schwimmen als normalerweise, um Nahrung zu finden. Der Fisch, den sie jagen, zieht sich in kältere Gewässer zurück. Das Wasser hier ist im Moment wärmer. Deswegen sind die Seelöwen länger unterwegs. Sie lassen den Nachwuchs am Strand zurück. Wenn sie wiederkommen, haben die Jungtiere in der langen Zeit keine Nahrung erhalten. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind 20 Mal mehr Seelöwen gestrandet als sonst. Und es könnte einen weiteren Anstieg geben, sagen Tierschützer. Doch zumindest diese Tiere haben Glück gehabt. Aufgepäppelt und frisch gestärkt werden sie zurückgelassen ins Meer und machen Platz für weitere geschwächte Tiere in der Auffangstation.